Der Vatikan öffnet seine Kunstschatzkiste. Zahlreiche Werke von Künstlern des 20. Jahrhunderts sind derzeit am Petersplatz zu sehen. Darunter Bilder von Chagall, Miró, Matisse, Munk und Klee. Diese Kunstwerke verlangen besondere Aufmerksamkeit. Sie müssen in Dunkelheit aufbewahrt werden, bei bestimmten Temperaturen und bei kontrollierter Luftfeuchtigkeit. Es war daher etwas Besonderes, eine Ausstellung mit diesen Schätzen zu organisieren, da man sie nur während dieser Ausstellung sehen kann. Danach werden sie wieder in die Aufbewahrung gebracht. Rund 150 Bilder aus der Sammlung der Vatikanischen Museen sind ausgestellt. Viele davon sind dabei zum ersten Mal öffentlich zu sehen. Die Ausstellung geht noch bis Ende Februar.